Hallo erstmal. Ich glaube, es ist gerade ein etwas später Zeitpunkt am Tag. Ich hoffe trotzdem, dass ihr noch irgendwie so ein bisschen wach seid und noch so ein bisschen Konzentration übrig habt für das, was ich heute erzählen will. Genau. Ich dachte, wieso verbindest du dich nicht mit dem gleichen wie ich? Schade. Jetzt haben wir extra gestern einen Technikcheck gemacht, als einziger Referent. Und dann hat es nicht geklappt. Oder war heute Morgen von euch jemand schon da und hat irgendwie um 8 Uhr Technikcheck gemacht? Nein. Echt jetzt? Ich habe alle beim Frühstück getroffen. Okay, impressive. Ja, vielleicht liegt es auch an... Nee, ich bin K&P Public und hier ist auch K&P Public. Okay, noch ein Versuch, dann machen wir alternativ. Schade, dann halt nicht. Okay, ups. Schnick. Jetzt. Okay, ja. Also, so. Web4Day. Web4Day, ich dachte, okay, einen ganzen Tag diesem Thema zu widmen, ist vielleicht so ein bisschen schwierig. Deswegen greife ich mir nur einen Aspekt aus der ganzen Sache raus. Ich werde jetzt nicht über Performance-Issues reden, ich werde jetzt nicht über irgendwelche Browser-Details reden, sondern was mich eigentlich interessiert und was mich auch im Moment so ein bisschen umtreibt und, glaube ich, uns auch als Agentur so ein bisschen umtreibt zum Thema Stichpunkt Agentur, ist etwas ganz anderes, und zwar zum einen Maultaschen, das ist meine große Leidenschaft, deswegen bin ich immer in Stuttgart, und zum anderen etwas ganz anderes, was auch mit Essen zu tun hat, aber ich habe es mal genannt, den Mythos der Kontrolle oder Myth of Control, und das ist so eine Krankheit, die uns als Designer, sage ich mal, manchmal befällt, mehr oder weniger, auch Auftraggeber befällt, mehr oder weniger, und die es so ein Stück weit zu überwinden gilt. Und darüber will ich heute so ein bisschen reden. Bei uns in der Nähe hat gerade so eine Bäckerei aufgemacht für Mitteschnitten und Biosäuel, die nennt sich Zeit für Brot. Und die versuchen ganz fantastische Backwaren zu machen. Wer erkennt, was das ist? Nein. Es ist nicht Strudel. Ich werde es am Ende auflösen. Was mich aber daran interessiert, ist, dass er einen völlig wabbeligen, weichen, schmierigen Teig, Frösche, versucht, mit einem Zentimetermaß zu messen. Was ja eigentlich völliger Schwachsinn ist, oder? Also so einen wabbeligen Teig mit einem Zentimetermaß genau zu schneiden, das hat mich fasziniert. Und das ist für mich genau das Thema. Weil ich glaube, dass dieses Mythos der Kontrolle noch so ein Stück weit diese Denke der Fadenzählerzeit ist. Und ich glaube, dass wir einfach, oder ich nehme wahr, dass noch sehr viel in der Denke der Fadenzählerzeit gedacht wird und versucht wird, wow, jetzt haben wir Webfonts, jetzt können wir endlich alles kontrollieren und jetzt können wir endlich unsere ganze Wollust an typografischer Kleinkrämerei ausleben. Und genau das in digital zu verbreiten. Und ich glaube, dass das gar nicht gut ist und dass es uns auch nicht viel Spaß macht. Und wir haben das heute Morgen, glaube ich, schon in verschiedenen Diskussionen immer mal wieder gehabt. Ich hatte, Tim, bei dir erst irgendwie ganz viel Angst, dass es darum geht, wie können wir endlich wie Print werden? Da dachte ich so, oh Gott, aber du hast es ja total dann umgedreht, da war ich sehr froh drüber und hast diesen tollen Satz gesagt, wir können ja uns nicht aussuchen, wie die Leute das angucken. Und ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun. Und von daher, was verstehe ich unter Kontrolle?
Unter Kontrolle verstehe ich diese Denkweise des Lastenheftes. Dass man denkt, man könnte ein digitales Projekt oder ein digitales Produkt oder ein was auch immer was im Vorhinein komplett festschreiben, sei es budgetär, sei es irgendwie von den Details, von den Features, von den Dingen, die das, die dieses Produkt wertschaffen soll für den Auftraggeber, und das dann einfach in einer Elfenbeinturm-ähnlichen Phase zu Hause abarbeiten kann, und dann kommt man und sagt, hallo, das ist das Projekt, es ist fertig nach 6 Monaten Arbeit im Keller, und letzten Endes geht es aber total am Benutzernutzen vorbei. Auch die Denke von Pixel Perfect, dass man sagt, ja Mensch, es gibt auch so tolle Tools wie Marki oder sonst was, wo man irgendwie sich das Photoshop-Layout dann über den im Browser drüber halb transparent erscheinen lässt, um irgendwie ja pixelgenau zu arbeiten. Ist es also, naja. Fuck above the fold, also wen interessiert das? Also das ist doch, es gibt so viele verschiedene Viewports, und das haben wir alles geredet. Gesehen, Brad Frost hat so ein schönes Bild in seinem Twitter-Account, wo er all die Geräte nebeneinander auf so ein Holzbrett gelegt hat, unfassbar attraktiv. Wo können wir überhaupt noch sagen, was above the fold ist? Auch die Denke der Linearität, dass ich Geschichten auf Webseiten linear erzählen muss, dass ich Leuten sagen kann, wie sie meinen Artikel lesen sollen, und zwar von oben nach unten, möglichst 2 Stunden lang in einer intensiven Consumption-Haltung. Und je mehr Kontrolle ich ausüben möchte, ob das auf Seiten des Designers ist oder auf Seiten des Auftraggebers ist, desto mehr spüre ich da eigentlich eher eine Unsicherheit. Eine Unsicherheit, dass ich die Sache nicht kontrollieren kann, eine Unsicherheit, dass ich dort nicht weiterkomme, eine Unsicherheit, dass ich irgendwie vielleicht die Gestaltung aufgeben würde oder die Gestaltung nicht vollständig einschränken oder beschränken und festlegen kann. Ich dachte dann, was ist eigentlich das Gegenteil von Kontrolle? Und habe dann gegoogelt, was Kontrollverlust ist. Und das erste Bild, was da kommt, ist das hier. Ich fand es irgendwie ganz geil, so dieser Hund, der Vollgas gibt, und aber sich so richtig hinlegt. Okay, es gibt unterschiedliche Grade von Kontrollverlust, aber das ist anscheinend der im Tierreich. Gut, nein, es ist nicht das Gegenteil, sondern das Gegenteil ist eigentlich das Gespräch. Und das Gespräch als Prinzip zu verstehen, sei es in der Entwicklung, sei es in dem Denken, wie wir Design gestalten, sei es mit dem Auftraggeber zusammen, sei es mit dem Benutzer, dem letztendlichen. Und genau, ihr seht ja, dass ich schon noch eine Leidenschaft für Typografie habe, so ist es nicht. Habe ja auch mal Schriftgestaltung studiert und so weiter. Aber worum es mir geht, sind nicht die Form der A's, sondern mir geht es darum, dass wir eine Kultur des Gesprächs etablieren. Und was verstehe ich unter Gespräch? Gespräche sind für mich zum Beispiel sowas wie, sich über den Kontext Gedanken zu machen oder den Kontext offener zu halten. Responsiv zu sein im Sinne wie mit einem guten Gespräch. Das Gespräch beginnt ja nicht mit einer Festlegung, wir befinden uns auf Seite A4, oben rechts der Rand ist und so weiter, sondern das Gespräch beginnt ja eher mit einer Frage, oder? Wie geht's dir? Was ist los? Und dann entwickelt sich daraus ein Thema, und wenn ich dann ein Thema aufschnappe, merke ich, okay, es funktioniert oder es interessiert ihn vielleicht nicht so, dann wechsle ich lieber das Thema. Es wäre schön, wenn ich das jetzt im Vortrag auch könnte. Ich merke irgendwie, okay, ihr schnallt ab, dann gehe ich vielleicht ein anderes Thema. Passt nicht so gut zur Linearität von Keynote, aber das macht doch letzten Endes eigentlich ein gutes Gespräch aus. Ne? Und so wie sich so ein Gespräch responsiv verhalten kann, so muss ich auch letzten Endes ein digitales Produkt oder ein Service oder was auch immer wir gestalten wollen, responsiv verhalten. Und das heißt eben nicht nur Media Queries. Das hat ganz viel mit der Art zu tun, wie wir arbeiten. Und bei uns ist es so, dass wir seit einiger Zeit umgestellt haben auf Agile Development. Jonathan, Frontend-Entwickler, mein lieber Kollege sitzt da. Der große Unterschied ist, dass wir wirklich an einem Tisch sitzen. Ne? Also ich sitze da, er sitzt 2 Plätze neben mir, gegenüber Backend, daneben der Designer und daneben der Scrum Master. Wir sitzen an einem Tisch.
Und der ganze Prozess, den wir miteinander gehen, den wir miteinander entwickeln, hat ganz viel mit Gespräch zu tun. Wir planen, ich weiß nicht, ob ihr alle so euch mit Scrum auskennt, aber es ist ja so, dass es, das ganze Prinzip davon ist, dass wir einerseits eine Selbstorganisation haben, andererseits die Details so weit wie möglich nach hinten verschieben, uns nur grob unterhalten über einen Scope, den runterbrechen auf einen 2-Wochen-Sprint und dann die ganzen Features und Dinge, die wir entwickeln wollen, in User Stories beschreibe, also im Nutzen für den Auftraggeber oder für den Benutzer. Und dann müssen die Sachen entwickelt werden und das geschieht ganz viel im Gespräch. Natürlich muss es vorbereitet werden, aber es entsteht eigentlich erst im Gespräch. Ja? Und ob es nur so Dinge sind wie Pair Coding oder so, dass man wirklich nebeneinander sitzt oder ob das wirklich die Sache ist, wie im Team gesprochen wird, hey, ich habe hier ein Ding, lösen wir das nicht schnell. Das ist eine ganz andere Art zu arbeiten und es basiert unheimlich viel auf Gespräch und unheimlich viel auf Kommunikation. Interessant gegenüber jeglichen Klischees von Developer. Das hat ganz viel mit einer Sache von Partnerschaft zu tun, weil letzten Endes das Gegenteil von Kontrolle ist Vertrauen. Und wenn wir eine Beziehung des Vertrauens aufbauen, nicht nur bei uns im Team, aber auch mit dem Auftraggeber, dann hat es auf einmal eine ganz andere Qualität. Und dann haben wir auf einmal ein ganz anderes Miteinander arbeiten. Und bei Scrum ist es eben so, dass wir uns zum Review und Planning wirklich einmal die Woche oder wenn es ein 2-Wochen-Sprint ist, alle 2 Wochen einen Tag mit dem Auftraggeber zusammen hinsetzen. Deswegen sind wir auch umgezogen, haben ein größeres Büro jetzt, weil wir einfach dafür Platz brauchen, dass der Auftraggeber so oft bei uns ist und wir einfach so eng miteinander arbeiten, dass man das fast schon nicht mehr trennen kann, wer jetzt zu wem gehört. Und das ist nämlich ganz stark wahr, dass es immer mehr so ist und immer mehr so wird. Und das setzt natürlich auch voraus, dass wir Auftraggeber haben, die so denken können oder die so mit uns arbeiten wollen. Das geht längst nicht bei allen Auftraggebern. Das ist, ich beschreibe hier einen Großteil der Projekte. Aber wenn das Projekt zu klein ist, dann lohnt sich der Overhead der Organisation und der Planung nicht. Oder andere Geschichten passen da nicht rein. Oder ein Auftraggeber kann das auch nicht. Ja? Es gibt ja wirklich, kennt ihr ja auch, ich habe auch schon für Unternehmen gearbeitet, die einfach so hierarchisch eingezwängt strukturiert sind, dass sie einfach überhaupt diese Freiheit gar nicht haben, einmal die Woche einen Tag in Berlin zu sein, in Stuttgart zu sein oder sonst wo zu sein. Ja. Also es hat ganz viel mit Partnerschaft zu tun, es hat ganz viel mit Nutzenfokus zu tun. Im Gespräch stellen wir uns immer, oder in dem ganzen Prozess, der Prozess des Designers, hat ja immer 2 Aspekte, darüber rede ich gleich. Aber im Gespräch steht für uns immer im Fokus der Kundennutzen. Kundennutzen ist eigentlich zu viel gesagt. Wir haben so eine sehr ideologische Einteilung bei Eden Spiekermann, dass unsere Auftraggeber Auftraggeber heißen und dessen Kunden Kunden heißen. Deswegen, wenn ich Kundennutzen sage, ist es quasi der Benutzer an sich, der das Produkt dann benutzt. Ne? Und dieser Nutzenfokus treibt uns die ganze Zeit in dieser Entwicklung. Das heißt, die Story, die Seite XY-Kontaktseite beschreibt, heißt eben dann, ihr kennt das alles, diese User-Story-Format, as a user I want to get in contact with that company to get to know what I want to know about this company oder was auch immer was. Aber das Wichtige ist nur, dass ich den Benutzen schreibe. Und diese Einteilung oder diese Beschreibung treibt uns. Und das ist, finde ich, der Anfangspunkt eines Gesprächs. Und es hat ganz viel mit Lernen zu tun. Ich lerne jeden Tag dazu. Ich lerne von Jonathan super viel. Ich lerne von den anderen Leuten im Team super viel. Es hat für mich so eine wahnsinnige Haltung des Lernens erzeugt. Und ich bin da längst noch nicht am Ende. Aber es ist für mich ein Riesenunterschied, ob ich noch in diesem Mythos der Kontrolle denke, ob ich noch denke, dass ich den ganzen Scheiß kontrollieren kann, dass ich jedes Detail in jeder Responsive-Stufe pixel-perfect machen kann, ob ich auch wirklich weiß, ob die Schrift in Firefox 10 so rendert, wie ich sie mir vorgestellt habe und so weiter. Natürlich haben wir ein gewisses Qualitätsverständnis und wir haben auch einen großen Aufwand im Testing. Aber ich denke, es geht um einen schlankeren Prozess und um ein bisschen mehr als nur, das Überstrahlen ist. Okay. Und von daher würde ich sagen, Myth of Control ist so ein Missverhältnis zwischen dem How und dem Why. Vielleicht haben einige von euch das Buch gelesen, A Shape of Design von Frank Chimero. Wer hat es von euch gelesen? Einer.
Wow. Okay. Eine sehr, sehr große Empfehlung an euch alle. Es ist wirklich ein fantastisches Buch. Der Mann ist sehr jung und sehr eitel, das kann man verstehen. Aber der hat ein ganz fantastisches Buch geschrieben. Es hat mich tief bewegt über den Sommer. Und da macht er zwei Punkte in seiner Einleitung. Als Designer haben wir immer diese zwei Schritte, dass wir uns überlegen, warum eine Sache da ist und wie sie aussieht. Und er beschreibt es so mit zwei Bildern. Es gibt von Vermeer dieses Bild, der Maler in seinem Atelier, wo der irgendwie vor der Staffelei steht und irgendwie so pinselt und die Frau daneben steht und er irgendwie dieses Porträt so fertig macht. Und dann gibt es das Zweite, was er daneben stellt, ist ein Bild von Rembrandt, glaube ich, der Maler in seinem Atelier, wo der Typ so 10 Meter vor der Staffelei steht mit einer großen Entfernung. Und das sind diese beiden Schritte. Einmal nehme ich den Abstand und frage, braucht dieses Bild den Baum? Und einmal gehe ich nah dran und gucke, irgendwie muss dieser Baum grün oder blau sein. Ne? Und dieses konstante Hin und Her zwischen dem, braucht es diesen Baum und wie soll der Baum aussehen, hat ganz viel mit unserem Arbeitsprozess zu tun. Und wenn ich in diesem Myth of Control denke, denke ich einfach zu stark in dem How. Und letzten Endes, wenn es um den Nutzerwert geht, glaube ich, schaffen wir einen viel, 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 viel größeren Nutzerwert mit weniger Aufwand, wenn wir uns mehr Gedanken über das Why machen, wieso Dinge dort sind, warum ich dieses Menü dort brauche oder wieso ich überhaupt dort ein Menü brauche und so weiter. Deswegen würde ich sagen, in Gesprächen, in denen wir das stärker reflektieren, indem wir eine andere Art haben, die Sachen anzugehen und zu besprechen, haben wir ein besseres Verhältnis zwischen Why und How. Das heißt, wir verlassen uns nicht so stark auf die Ausführung, sondern überlegen uns viel, viel mehr und zuallererst, warum ich diese Sachen auf der Seite brauche. Und das ist zum Beispiel ein Konzept, was ich als letztes geschrieben habe für ein Projekt, an dem wir gerade arbeiten, wo ich auf der ersten Seite klar gemacht habe, dieses Konzept betont die Aspekte des Warum und gibt nur kleine Vorgeschmäcker über das Wie, um die Diskussion über das Detail nach hinten zu verlagern. Und der Auftraggeber hat es sehr wohl geschätzt, und hat schon verstanden, dass wir uns auf was geeinigt haben und dann was definiert haben und dann wirklich in Iteration das entwickeln. Die vordere Phase ist sehr kurz, 2-3 Wochen, der Rest sind irgendwie 8 Monate oder so. Und das hat er verstanden, er brauchte das, um seinem Vorgesetzten das Ding generell abnehmen zu lassen. Aber dann hatten wir wirklich freie Hand, um die Sachen wirklich miteinander zu entwickeln. Wir hatten nur ein Look and Feel gemacht, ganz kurz nur. Ansonsten von Hand Seitentypen oder bestimmte Dinge grob skizziert, damit wir uns nicht über Details unterhalten. Und es war super. Natürlich hat es am Anfang auch ein Stück Erziehung gebraucht, ein Stück Entwicklung auf beiden Seiten. Aber dann kommt man dazu. Und das ist zum Beispiel eine Sache, an der wir gerade arbeiten, eine E-Wallet-App für einen Payment Provider. Und da diskutieren wir mit dem Auftraggeber in genau diesem Status. Und das ist der Allerwichtigste, dass wir auf dem Why stehen bleiben, ne? Und dann erst über das How. Der Idealfall ist eigentlich, das ist mir aufgefallen in den letzten Projekten, dass wir bei der Präsentation der Sache keine Änderungen hatten oder kaum Änderungen hatten. Wir haben eine Sache präsentiert und die hat gesessen. Und das ist echt, wir haben nicht 4 Alternativen gezeigt, wir haben eine Sache gezeigt. Und ich habe irgendwie das Gefühl, je mehr wir diese Kultur des Gesprächs haben, je mehr wir uns in der Auftraggeberbeziehung genau auf diese Sache fokussieren, da Vertrauen aufbauen, desto klarer wissen wir, was wir zu tun haben und desto stärker können Sie auch darauf vertrauen, dass wir das, was Ihnen am eigentlich allerwichtigsten ist, nämlich warum dieses Element auf der Seite ist, warum der Benutzer sich dadurch besser hin und her navigieren kann oder bestimmte Dinge finden kann oder bestimmte Dinge angucken kann. Das ist ja das, was ihn eigentlich interessiert, weil das den wahren Wert schöpft. Ob das nun schön, blau, grün oder irgendwas ist, natürlich ist das gut. Es gehört zur Experience. Die Experience ist Teil des Produktes. Teilweise ist sie sogar das Produkt. Aber das kommt erst nachgelagert. Und was mir aufgefallen ist, dass die letzten Präsentationen immer
glatt verliefen. Und das liegt nicht daran, dass wir so geil sind, sondern es liegt daran, dass wir so viel über das Why nachgedacht haben, glaube ich. Und ich bin da auch demütig, weil ich weiß, dass es ganz anders sein kann und ich habe auch ganz andere Projekte erlebt. Aber was ich in den letzten Monaten und letzten zwei Jahren vielleicht erlebt habe, ist eine Veränderung, der ich mich geöffnet habe und der sich auch unsere Auftraggeber geöffnet haben und wo wir einfach Punktlandung gemacht haben, die echt, das war gut. Natürlich haben wir einen Qualitätsanspruch, wir testen den Scheiß, das ist klar. Da wird richtig viel Kraft und Mühe auch investiert. Und zu so einem Beginn muss man sich natürlich ganz klar werden, was man will. Ne? Das ist ein Product Vision Board von Roman Pichler, das haben wir auch übernommen. Das ist zum Beispiel ein Product Vision Board für ein Projekt, was ich gleich noch zeigen werde, wo wir ganz klar machen, an wen richten wir uns, entwickeln dafür einzelne Personas, beschreiben auch ihr Anliegen, wieso sie dieses Produkt oder diese Website oder was auch immer was besuchen wollen, was sie dort suchen und welche Motivation sie dazu haben, haben das ganz konkret anhand wirklich entwickelter Personas, sammeln dann die Needs, die die brauchen, entwickeln dafür Solutions und schauen, was erschafft es für einen Wert wirklich für den Auftraggeber. Ne? Und wenn wir dieses auf einer Seite klar haben, können wir dann am Ende sagen, das ist ein Tagesworkshop, können wir dann am Ende sagen, die Produktversion, also die Vision für dieses Produkt oder für dieses Projekt ist da, 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 da. Und dann haben wir alle ein gemeinsames Verständnis und können in einer ganz befreiten Art die Sache gut angehen. So. Und genau, das ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt hier. Was es an sich, sage ich mal zusammengefasst, für mich bedeutet, ist, dass wir eigentlich diese Phase dieser Ansatz des Gesprächs oder sich, ich weiß noch nicht, wie man es nennen kann, ob man es überhaupt nennen muss, unterteilen können, weil das sind letzten Endes drei Menschen oder drei Gruppen, die daran beteiligt sind. Einmal der Benutzer in Form von Testing oder wirklich als Persona oder in unterschiedlichen Optionen anders, als der Auftraggeber und die Agentur. Ich habe hier eine Glatze gemacht. Meine Nachbarin dorthin hat mich gerade darauf aufmerksam gemacht, dass 6 von 9 von insgesamt allen Rednern eine Glatze haben. Also von daher, genau, passt das, glaube ich, ganz gut und vertritt das ganz gut. Ich bin an der Stelle so ein bisschen untypisch, aber das kommt noch. Also von daher, diese drei Gruppen sind im Gespräch. Und diese drei Gruppen müssen zusammen verhandeln und letzten Endes müssen die beiden ganz fokussiert sein auf den. Das ist kein Anhimmeln oder Beschimpfen, sondern es ist ein Gespräch. Ja? Und wenn wir diesen Fokus nicht verlieren und im Gespräch entwickeln, entstehen, glaube ich, Dinge, die wirklich besonders gut sind. Und genau, weil das langweilig wäre, jetzt perfekte Lösungen zu zeigen, zeige ich ein Projekt, wo bestimmte Dinge sehr gut funktioniert haben, andere vielleicht nicht und ein anderes kleines Projekt, was auch sehr nett geworden ist. Okay. Also, wir haben eine Website gemacht für Klengenhursch. Klengenhursch ist eine Agentur für Corporate Communications, könnte man sagen. Und wir haben die Website für die neu gemacht. Und es ist natürlich ganz spannend, wenn man für eine andere Agentur eine Website macht, weil man sich natürlich wahnsinnig viel Gedanken selber macht über seine eigene Website. Wie will man sich erzählen? Was hat das eigentlich alles damit zu tun? Was gibt es vielleicht für eine neue Art, auch Agentur zu erzählen? Oder was kann da wirklich spannend und wertvoll sein? Und die hatten, ich weiß gar nicht, ob ich das vorher hier noch habe. Ja, hier sieht man das, wie das vorher aussah. Ne? Ja, wie halt Webseiten in den 90er Jahren aussahen, oder 2000, ich weiß nicht genau, wann die gegründet wurden, 2003, glaube ich. Und uns ging es dann darum, wirklich auch mit so einem Product Vision Board, was ihr da gesehen habt, herauszuarbeiten, wer sind die Leute, die das interessiert. Das sind natürlich potenzielle Bewerber, das sind potenzielle Auftraggeber und das sind Journalisten oder Influencer, die sich für diese Art von Themensetzung, die betreiben, interessieren.
Und dann haben wir gesagt, was macht das Ganze eigentlich aus? Was ist das, was euch im tiefsten Inneren antreibt? Und dann kamen wir dann drauf auf eine Lust am gehaltvollen Erzählen. Und deswegen passt es, dachte ich, ganz gut heute hierher, wenn ich über Gespräche rede, dass ich dieses Projekt zeige. Das ist gestern live gegangen und wir haben nur das Design gemacht. Wir haben nicht die Entwicklung gemacht, was schade ist. Trotzdem ist es eine sehr schöne Sache geworden, finde ich, weil wir es hier geschafft haben, auch wirklich gut herauszuarbeiten, worum es Ihnen geht, das stark verständlich zu machen und auf eine interessante Art und Weise zu erzählen, dass ich sage, Sie sind ganz wertegetrieben, Sie sind Inhaber geführte Agentur, man muss natürlich ganz klar auf die Bereiche kommen, wir wissen, was Sie ansonsten so treiben, ein paar Blogbeiträge und immer verschiedene Arten von Zitaten aus der Agentur heraus, von Mitarbeitern, von Kunden, von externen Experten und Webfonts FF Yoga und Adele, ganz schöne Schriften. Wir haben verschiedene Responsive-Stufen. Das, wie ihr es gerade gesehen habt, ist vielleicht nicht das Allergeilste, weil es nicht fluid funktioniert, aber das ist okay. Es hilft Ihnen total und schafft einen echten Wert von Ihnen, wenn es in den Stufen hier, wie es beschrieben ist, schon funktioniert. Wie das Ganze dann aufgebaut ist, dass wir wirklich immer wieder diese unterschiedlichen Erzählstimmen haben. Mal ist es die Agenturverfassung oder ein Mitarbeiter, mal ist es wieder ein Fun Fact oder was Emotionaleres. Und dann immer wieder Zitate von Auftraggebern über Sie. Und so entsteht eigentlich eine ganz schöne Erzählstruktur, immer mit auch persönlich gemacht mit dem einzelnen Mitarbeiter, der auch dazu was verbindlich sagen kann. Und angereichert mit kleinen Videoschnipseln, was die so machen, diesen kleinen Fun Facts und natürlich auch ein paar Fallstudien dazu. Und wenn man das Ganze sich auch im Print-Style-Sheet anguckt, funktioniert es noch trotzdem sehr, sehr solide. Ich habe wirklich schön getrennt Headline von Intro zu Mehrtext, den beschriebenen Leistungen, kann den Typen gleich anrufen, weil ich glaube, das ist ein großer Use Case für die, dass ein potenzieller Auftraggeber in seiner Abteilungsrunde jemanden vorstellen will. Ich habe da mal jemanden rausgesucht und habe mal das Internet ausgedruckt und dann kann ich das den Leuten weitergeben. Und an der Stelle, glaube ich, schafft es für die einen echten Wert. Hier kann man das auch sehen, wie die sich für die Gesellschaft engagieren. Genau. Und so haben wir hier eigentlich eine ganz schöne Erzählweise erzeugt, die sehr reichhaltig durch viele Erzählstimmen sich gut erzählt, aber vor allem in den einzelnen Kontexten gut die Agenturgeschichte erzählt. Und unser Anliegen war es, natürlich hat so eine Lust am gehaltvollen Erzählen auch so einen Nebeneffekt, dass man sehr viel erzählen möchte. Und deswegen war es an der Stelle für uns ein ganz, ganz schönes, eine ganz schöne Aufgabe, die Agentur dazu zu bewegen, sich kurz zu fassen. Weil letzten Endes ist ja das, was Mobile First so ausmacht, nicht nur was Technisches, dass ich bei der Entwicklung oder bei der Gestaltung von klein auf groß denke, sondern dass ich natürlich auch inhaltlich von klein auf groß denke. Das heißt, dass ich immer nur kleine Intros anbiete, die, wenn es mich interessiert, ich vertiefen kann und dann vertieftes Interesse durch gehaltvollen Inhalt belohnt wird. Ja. Genau, das war eine Geschichte. Und genau, ich zeige nochmal eine zweite. Das war ein ganz anderes Thema, Responsive Infographics. Eigentlich sollte ja morgen, glaube ich, der Typotag zum Thema Infografiken sein, deswegen dachte ich, das würde ja ganz gut passen, aber das ist jetzt nicht der Fall, gar nicht schlimm. Das ist ein Projekt, was noch nicht veröffentlicht ist, von daher, genau, zeige ich es einfach mal trotzdem. Und nein, natürlich in Absprache. Das ist ein Style-Guide, den wir entwickelt haben für Responsive Infographics, für Entwickler, die gleiches Problem. Oh nein. Das ist natürlich jetzt echt kacke. Ach komm schon.
die wir für den Auftraggeber entwickelt haben, dass die selber die Möglichkeit dann haben, diese Geschichten zu erzählen. Und dass die dann letzten Endes Freelancer oder andere Leute beauftragen können, um wunderbare responsive Infographics zu entwickeln, die natürlich auch ein paar schöne Effekte haben. Und das Ganze funktioniert responsive natürlich etwas besser. Wir haben hier ein paar performance-heavy Dinge, ist aber noch der Staging-Server, auch das wird gut laufen. Aber was man hier schon sieht, sind bestimmte Erzählrhythmen, die ganz interessant sind. Zum Beispiel, wenn sowas sich nebeneinander erzählt, dass es dann auf der kleinsten Größe eben sich untereinander erzählen lässt. Oder hier die Aufzählungen sich anpassen, samt der Beschriftung. Und das ist der abstraktere Style-Guide quasi, an der sich die ganzen Geschichten entwickeln können, kurz erklärt. Und dann haben wir zwei konkrete auch umgesetzt. Das eine ist für Motorsport in Japan, eine Infografik über den Circuit Suzuka, also die Formel-1-Rennstrecke in Suzuka. Und das erzählt so eine kleine Geschichte. Wenn ich in Suzuka angekommen bin, was kann ich da alles machen? Ich werde wahrscheinlich mit verrückten Fans konfrontiert sein oder es gibt auch eine kleine Chance, dass es ein Erdbeben gibt. Achtung, Easter Egg. Und, aber nach dem Rennen kann ich noch Karaoke machen. Unser japanischer Kollege hat die Texte dafür auch geschrieben, sodass das alles wunderbar funktioniert. Und das verhält sich alles sehr hübsch hier. Genau, als letztes gab es auch noch so eine kleine Nachrennen-Berichterstattung. Das heißt, nach einem Formel-1-Rennen kann man dann immer sehen, welcher Rennfahrer was gemacht hat. Genau. Okay. Da ist der vorher von Kling und Husch gewesen. Hui, da habe ich was vergessen. Das war die Skizze zu der Entwicklung der Seite von Kling und Husch, dass wir von Anfang an natürlich Mobile First gedacht haben und die Erzählweisen sich in den Medien wiederfinden. Okay. Sorry für den Springer. Wir sind am Ende angekommen bei unserem lieben Bäcker, der ganz fantastische Dinge backt. Des Rätsels Lösung sind Schneckennudeln, die ungelogen zu den besten gehören, die auf dieser Erde gebacken werden und die ich sehr, sehr empfehlen kann. Und was mich daran so interessiert hat, was die Analogie angeht, ist eben, er versucht es präzise zu messen, macht sich aber letzten Endes nur kurze Notizen, indem er kurze kleine Dinge reinritzt und schneidet dann von Hand mit mutiger Hand, sodass die auch unterschiedlich groß wunderbar dort reinpassen, aber er eben einmal kurz die im Überblick geklärt hat, wie viel er braucht. Danke. Ganz lieben Dank, Christian, für den Einblick sowohl in den Weg zu den Projekten als auch zu den Projekten selbst. Vielleicht gibt es dazu auch noch Fragen. Jawohl. Gern. Ja, vielen Dank, es war sehr spannend. Ab welchem Punkt setzt ihr diese agile Entwicklung ein? Schon in der Brainstorming-Phase oder gibt es dann praktisch erstmal... Das liegt so ein bisschen am Projekt, je nachdem, also wie stark der Auftraggeber ist, ob es ein Relaunch ist oder ob es ein komplett neues Ding ist. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich ein Stück weit Vorbereitung brauchen, bevor wir dann richtig loslegen können. Und von daher ist eben diese Phase der Vorbereitung, kann es sein, dass nur das System und die Umgebung geklärt wird und sich 6 Wochen überlegt wird, wie die Architektur funktioniert, bevor dann wirklich das ganze Team drauf springt. Oder ob man wie hier in einem Workshop nochmal klarer die ganze Sache fasst und ein sehr grobes Konzept fasst, weil der Auftraggeber das bei, was weiß ich, 4 Abteilungen nochmal absegnen lassen muss. Das ist so ein bisschen unterschiedlich. Was wir jetzt gerade probieren, ist, das auch in Campaigning umzusetzen. Wir arbeiten gerade an einer Kampagne, in der wir versuchen, in der Brainstorming-Phase schon agile zu denken und mit kleinen Prototypes zu arbeiten, sodass wir nicht ein riesengroßes Konzept auf einmal entwickeln, sondern eigentlich wäre es auch viel geiler, wenn wir viele kleinere Konzepte hätten und die schon sofort testen und sofort gucken, ob das geil ist oder nicht, ja, und ob das den Nutzen erfüllt oder nicht. Ja.
Wie seid ihr denn überhaupt auf diese Art gekommen, also auf dieses Konzept? Konstantes Lernen und Weiterbildung, ja. Also das ist, das wächst ja nicht, also diese, oder sag mal, die Ansätze gibt es ja alle da, sind alle öffentlich. Das ist ja das Verrückte. Man kann das sich alles kostenlos aneignen. Natürlich haben wir auch strategischen Move gemacht und einen Scrum Master, einen Certified Scrum Master angestellt. Die sind relativ rar und nicht einfach zu contracten, aber ansonsten haben wir das uns alles mit Büchern und so weiter selber beigebracht und lernen. Es ist ein konstantes Lernen. Ich würde nicht sagen, dass ich da Profi bin. Ja. Für dieses Vorarbeiten, wie ihr das macht? Oder es gibt ja Situationen, wo du sagst, Ende der Woche muss was stehen. Ja, das, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber bei uns ist das oft so, wo wir sagen, wir würden gerne ein Gespräch führen, wir würden uns gerne zusammen am Tisch setzen, aber das ist oft aus Zeitgründen schwierig oder weil es vielleicht auch von den Gegebenheiten, wie löst ihr das? Das kommt natürlich an auf die Größe des Projektes. Also ob sich zwei Leute kurz eine Woche hinsetzen und die Sache machen. Klar gibt es das auch bei Bestandsauftraggebern, die einfach sagen, hier, ich habe noch so eine kleine Sache, die ich noch bräuchte, könntet ihr nicht. Wenn es eine kleine Sache überschaubar ist, ja. Aber wenn es ausartet, dann sagen wir immer, es gibt ja diesen schönen Satz, ich weiß nicht, wer den auch immer gesagt hat, ich hatte keine Zeit, mich kurz zu fassen, ob das Goethe war oder wer auch immer, als er einen langen Brief schreibt. Ich glaube, diese Zeit, die man sich vorher nicht nimmt, hängt man hinten vierfach dran. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Ich habe dazu 4000 Studien gemacht und habe das untersucht in verschiedenen Agenturen in 47 Ländern und habe dann letztendlich diese Formel rausgefunden. Nee, ist wirklich so. Also ich sage ja nichts Neues. Und natürlich ist nicht alles immer heile Welt, aber wir erleben es immer wieder und ich werde immer fester in dieser Überzeugung, dass ich solche Projekte einfach nicht mehr anfasse. Also, und ich meine, wir haben an sich auch eine Pitch-Policy, zum Beispiel diese Woche hatte ich auch wieder so eine Anfrage, kostenloser Pitch, ja, ihr kennt es doch, und wir machen auch nur 3 Agenturen. Fuck you, nein, machen wir nicht. Und das ist auch falsch. Und das, also entweder wir machen Vertrauen oder nicht. Und es ist ganz interessant, wie sich das auch auszahlt. Also natürlich gibt es Auftraggeber, ich habe in den letzten 2 Jahren für einen Auftraggeber gearbeitet, wo ich sagen würde, mit dem sind bestimmte Prozesse nicht möglich. Aber da muss man sich selber fragen, wollen wir für den arbeiten? Lohnt sich das? Ja, und es kann wirtschaftliche Notwendigkeit geben, immer, aber es muss irgendwie auch so sein, dass man eine sinnvolle Beziehung baut. Und ich erlebe es immer wieder, je mehr Gedanken wir uns vorher machen können, je mehr wir miteinander vorher sprechen können, desto weniger Lösungen brauchen wir auch. Und ich hatte jetzt gerade vor 2 Wochen eine Präsentation, ich habe ein Logo gezeigt, ein Look and Feel, ein Ansatz, ein Konzept. Wir hatten vorher einen Schulterblick mit einer Person, ja, aber wir haben da nicht viel dran geändert. Und dann sagte nur einer, der CFO, sagte natürlich, wie viel Varianten waren im Angebot? Und ich hatte reingeschrieben, maximal 2. Und die habe ich erfüllt, indem ich eine gezeigt habe. Und es ist ja so, wenn wir denken, dass wir mehr als ein Logo zeigen müssen oder wenn wir denken, dass wir mehr als einen Ansatz zeigen müssen, dann sind wir uns nicht sicher, ob das gut ist, oder? Also... Ganz kurz nochmal, habe ich das richtig verstanden, dass ihr grundsätzlich nicht bei Pitches teilnehmt? Nicht bei unbezahlten Kreativ-Pitches. Unbezahlt kreativ. Ja. Das ist alles in gewisser Weise subjektiv wissenschaftlich bewiesen. Absolut. Nee, wir haben das auf unserer Website auch veröffentlicht und weisen darauf auch hin. Wir sagen dem Auftraggeber, wenn der sagt, kostenloser Kreativpitch, nein. Was wir investieren, ist einen halben Tag Workshop mit euch, wo wir euch quasi mal widerspiegeln, wie wir euch von außen wahrnehmen. Und dann merkt ihr, in einem halben Tag ist für euch ein überschaubares Invest, dann merkt ihr, wer wir sind, wie wir arbeiten, wie wir denken, aber wir lösen keine Ideen, weil, ich meine, Erik sagt nicht immer sonst, Ideen ist das Kostbarste, was wir haben. Und man hat ja immer das Gefühl, als Designer oder als Entwickler oder was auch immer, mein Gott, diese Idee ist so unglaublich, wie kann ich das nur für so wenig Geld verkaufen? Aber nein, aber ich finde, da steckt schon so ein Stück weit eine Wertschätzung dahinter. Auf der anderen Seite, die Leute, die solche Fragen stellen, wir haben das ja oft genug erlebt, sind die Leute, die trotzdem, wenn man reinkommt, einen Wachschutz haben, wo man sich in 4 Dokumenten eintragen muss, sein Handy überklebt bekommt, wenn man es nicht abgeben muss, weil alles so geheim ist und man keine Ideen klauen darf. Wieso sollen die Ideen von uns klauen? Also das ist doch, okay.
Das ist eine wunderbare Idee. Ja, ja. Danke, Christian. Gerne.